Herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Klamm, Journalist, Rundfunkjournalist, Buchautor von 10 veröffentlichten Büchern und im sekundären Zweitberuf staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger und Rettungssanitäter. Dies deshalb, da ich seit 1984 seit meinem 16. Lebensjahr berufstätig bin. Ich entstamme aus einer Familie, die mit Reichtum nicht allzu sehr gesegnet ist. Der Vater war ursprünglich mal Feuerwehrobermann bei der Stadt Ludwigshafen am Rhein, bei der Berufsfeuerwehr, konnte seinen Beruf aufgrund von Erkrankungen bei der Berufsfeuerwehr in Ludwigshafen am Rhein dann aber nicht mehr ausüben und wurde später Postbeamter und dann leider auch aufgrund seiner Erkrankungen zum Frührentner und ist im Jahr 2000 nach einem schlimmen Unfall gestorben. Seither ist meine Mutter eine ehemalige postangestellte Witwe. Mein Großvater war Arbeiter in einem Unternehmen in Ludwigshafen am Rhein, ein Techniker, ein Handwerker und ein Handballspieler, Emil Klamm. Meine Großmutter väterlicherseits, Hildegard Klamm, war Hausfrau und hat zwei Kinder großgezogen und ja auch erzogen. Die Großeltern mütterlicherseits durfte ich leider persönlich nicht kennenlernen. Das ist Martha Kollack, geborene Meier. Sie verließ 1950 Kaiserslautern Erfenbach für immer und wanderte nach Australien, Altona Nord, aus. Sie war als Schneiderin in Australien beschäftigt. Und mein Großvater mütterlicherseits ist verschollen, spurlos verschwunden seit 1946, soweit heute bekannt, und war französischer Offizier der französischen Armee, stationiert in Kaiserslautern. Dort hatten sich dann meine Großmutter und mein Großvater mütterlicherseits kennengelernt. Mein Großvater mütterlicherseits trägt den Namen Hedi Saberort, woraus sich vermutlich auch der Name seiner Tochter, meiner Mutter Hedwig Klamm, ableitet, wie eine geborene Meier ist. Das heißt, ich bin es gewohnt, bei uns gab es keinen Reichtum, von frühester Kindheit zu arbeiten. Meine erste Ausbildung konnte ich absolvieren in den Jahren 1984 bis 1987 als Bürokaufmann. Danach kam die Bundeswehr für 15 Monate, damals noch in der Wehrpflicht, die inzwischen abgeschafft wurde. Ich durfte bei der Bundeswehr Luftwaffe 1989 bis in das Jahr 1990 für 15 Monate bei der Bundeswehr Luftwaffe, dem 3. Ausbildungsregiment der Luftwaffe in Germersheim, dienen. Aufgrund der kaufmännischen Ausbildung als Bürokaufmann mit abgeschlossener IHK-Prüfung als Rechnungsführer und im Stabsdienst und in der militärischen Verwendung im sogenannten Luftwaffensicherungstrupp, der in der Regel für die Verteidigung zuständig ist, das heißt also die Anlagen sichert der Bundeswehr Luftwaffe, damit Eindringlinge oder Angreifer eben nicht in die Anlagen der Bundeswehr Luftwaffe gelangen können. Bei der Bundeswehr verbrachte ich 15 Monate als wehrpflichtiger Soldat meines Lebens. Im Anschluss an das Engagement und den Staatsdienst für die Bundeswehr war ich für Stadtradio Heilbronn tätig als freiberuflicher Mitarbeiter. Es gab auch eine kleine Aussicht auf ein Volontariat, doch die Dinge sind dann anders gekommen, mit einer Festanstellung beim Wochenblatt Ludwigshafen-Mannheim. Die Menschen in der Vorderpfalz wissen, das Wochenblatt Ludwigshafen-Mannheim wird von dem Verlag der Tageszeitung Die Rheinpfalz einmal wöchentlich jeden Donnerstag an die Haushalte in der Vorderpfalz, in Mutterstadt, in Neuruffen, in Limburger Hof, in Dannenstadt, in Schauernheim, in Hochdorf, Assenheim, Rötersheim, Gronau, kurz gesagt in der Vorderpfalz, kostenlos verteilt. Ich kann Ihnen unmöglich alle Gemeinden in der Vorderpfalz aufzählen, weil es sind zu viele und es würde diesen Fernsehbeitrag und Sendebeitrag sprengen. Das heißt, ab 1990 war ich als freiberuflich festangestellter Redakteur für das Wochenblatt Ludwigshafen-Mannheim unter der von mir sehr verehrten und geschätzten Chefredakteurin Anneliese Donner tätig. Und ich werde Anneliese Donner als Chefin und als Chefredakteurin garantiert auch nicht vergessen.
Sie hat mir wunderbares Handwerkszeug als Redakteur und als Journalist beigebracht. Und dafür bin ich noch heute, knapp 30 Jahre später, knapp 20 Jahre später, sehr, sehr dankbar. Redaktion und Produktion: Otterer Bro, Radio, Fernsehen, Nachrichten, Medien und Informationen aus Deutschland und der Welt. Andreas Klamm, Saberort, Journalist, Postfach 1113 67137 Neuhofen, Deutschland. Telefon 06236 41 6802. Telefon 06236 48 90 44. Und im Internet www.oterrapro.de.